Hallöle Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Pokémon Soul Silver. Schutz wirkt nicht mehr ernsthaft jetzt direkt. Ah, das ist so Käse, vor allem weil schon wieder dieser blöde Item Detektor ausgegangen ist. Immer wenn man das hier... Meh, da oben ist was. Aber da oben komme ich so nicht hin, außer ich gehe hier mal außen rum. Aber ich glaube, da komme ich trotzdem nicht hin, wenn ich mir das so angucke. Ja, wir sind hier im Kesselberg. Das ist einer meiner unliebsten Höhlen überhaupt. Ich finde den Kesselberg so nervig. Und hier im Remake sogar noch nerviger als im Original. Einfach weil man durch den Kraxler und so einfach noch viel mehr Sackgassen und Irrungen und Wirrungen hat, als es die eh schon gab. Und deswegen ist das alles nicht so einfach, wie es sein könnte. Schutz wirkt natürlich nicht mehr. Aktivieren wir doch einfach mal den Top-Schutz, den wir in der letzten Folge gefunden haben. Dieses wunderbare Geheim-Item hier, was nie jemand zu Gesicht bekommen sollte. Und wir haben es einfach eingesteckt. So, da oben haben wir natürlich auch was. Da kommen wir ja aber auch nur mit Kraxler ran. Von der anderen Seite, wie mir scheint. Ja, also klappt alles ganz wunderbar. Hier kann ich nochmal nach oben. Schauen wir doch mal. Hier gibt's nichts Geheimes. Gibt's irgendwie doch was Geheimes, aber nicht auf der Ebene. Aber ein Beleber ist doch auch schon mal gut. Da unten gibt's irgendwas Geheimes. Na gut. Viel mehr ist hier auch nicht, ne? Vielleicht da? Ne, auch da ist nichts. Ja. Hier können wir nochmal gucken. Da unten drin. Aber da kommt man auch nur mit Kraxler ran. Das Leben ist doch scheiße. Na gut. Hey, er steht doch noch da. Es war also nicht der Typ. Na gut, kämpfen wir erstmal gegen den Angler. Jetzt demonstriere ich dir die Kraft des Pokémon, das ich gefangen habe. Ja, zeig mir deinen Baldorfisch Amadeus. Ich kenne deinen Baldorfisch Amadeus. Baldorfisch Amadeus. Auch nicht schlecht. Schöner Name für einen Baldorfisch. So, einmal fliegen bitte. Du machst Komprimator und bei meinem Glück treffe ich dann gleich gar nichts mehr, bis ich Kuruso raushole und dann mit Aeroas den Rest mache. Na komm, wir probieren es nochmal mit fliegen. Damit geht der Walzer schon mal daneben und das hört wenigstens auf. Und da treffen wir. Ging jetzt doch schneller mit dem Kesselberg, als ich gedacht hätte. Viel war es nicht mehr, aber ohne Kraxler ist halt Käse. Vor allem müssen wir da jetzt überall nochmal rein. Was? Da stimmt doch was nicht. Doch, da stimmt alles. Hey, möchtest du auch der beste Trainer sein, wie keiner vor dir war? Dann sind wir ja Kameraden. Wenn ich am Wasser noch mehr Items finde, gebe ich dir welche ab. Ja, klar, warum nicht? Items nehme ich immer. Ich rufe an, wenn ich was Nützliches finde. Mutti hat übrigens zwischen den Folgen nochmal angerufen und hat mir gesagt, dass sie was ganz Tolles mit meinem Geld gekauft hat. Ich bin richtig dankbar, dass ich Mutti mein Geld sparen lasse. Aber es gibt halt teilweise auch gute Items von Mutti, wie mal einen Seidenschal und hast du nicht gesehen. Also es gibt tatsächlich selten, aber ab und zu mal gute Dinge und das ist... passiert leider zu oft, als dass ich sagen würde, okay, lassen wir es einfach gut sein. Was macht Suicune denn da unten? Suicune! Was ist mit dir? Brüdit! Moin! Hau ab hier, ich muss gehen, ciao! Der hat aber auch ein Pech, der Typ. Suicune, du bist so tapfer, du bist so jung und schön, du bist so anmutig und du bist immer so schnell wieder weg. Oliver, du bist echt immer genau da, wo Suicune auftaucht. Ah, naja, aber das Verlangen, Suicune zu finden, brennt in meiner Brust, immer noch viel heißer als in deiner. Weißt du, meine Großeltern wussten einfach alles über alte Legenden. Als ich noch klein war, haben sie mir oft Geschichten erzählt, besonders über Suicune. Suicune, ich werde nicht eher ruhen, bis ich herausgefunden habe, wohin dich deine Reise führt. Habe ich das nicht schön gesagt? Ja, wunderbar. Also richtig toll, Eusin. Wirklich richtig gut.
Das feiere ich mit 3 Aprikoko. Eine pinke Aprikoko. Nicht, dass wir sie brauchen würden. Aber wobei, eine pinke Aprikokos, ich glaube, ich sollte irgendwann doch mal pinke Aprikokos abgeben. Oder mal wieder weiße oder mal schwarze. Vielleicht mache ich das, wenn ich für heute mit der Aufnahme fertig bin. Und ich nicht irgendwo in der Höhle beende oder sonstiges. Dass ich dann einfach sage, okay, ich fliege uns offscreen jetzt nach Azalea City und dann, dann ist das so. So, hier haben wir auch irgendwo ein Geheimnis. Der Schutz wirkt nicht mehr, ne? Ah, ich riskiere es. Ja, der Schutz wirkt nicht mehr. Warum sollte er auch wirken? Wir sind ein ganzes Stück schon gelaufen. Ein Goldini haben wir. Das Problem ist, ein normaler Hyperball wird sicherlich nicht reichen. Ach, Flott. Wir haben ja Flottbälle gekauft. Ich liebe Flottbälle. Gerade in Schwert und Schild waren Flottbälle so das Nonplusultra. Zumindest, bis man die Schattenlande, nee, die Schneelande der Krone erreicht hat. Da waren Flottbälle plötzlich scheiße. Da hatten die Pokémon alle, die waren zu schwierig. Goldini, Goldfisch. Es ist ein guter Schwimmer. Es kann selbst reißende Ströme mit konstant 5 Knoten hinaufschwimmen. Gratulation, Goldini. Guck mal. Jetzt haben wir sogar noch ein neues Pokémon hier im Kesselberg. Da sagt noch einer, es lohnt sich nicht, wenn ich hier alles erkunde. Also, hör mal. Na gut. Einmal Superschutz. Und jetzt kommt gleich der super nervige Part. Also bisher hatten wir erst den nervigen Part. Da drüben gibt es nichts weiter. Ja, hier oben. Aber das soll ja nicht sein. Ja, bisher war es denn gruselig. Gruselig, wie sieht das denn aus? Wie sieht das denn aus? Halt die Esse fest. Moment, da muss ich doch glatt mal speichern. Ist das creepy? Gott sei Dank kann ich noch speichern. Gut, ich meine, auch heute wäre es nicht so wichtig. So viel haben wir noch nicht gemacht in den 7 Minuten, aber trotzdem creepy as fuck. Creepy as fuck. Immer bei solchen Bugs, wenn ich nur speichern kann, ist die Welt noch gut. Das ist wirklich großartig. So, und plötzlich sehen wir wieder ganz normal aus. Der Schutz wirkt noch, aber wahrscheinlich auch nur noch 3 Sekunden oder so. Ich kenne doch mein Glück. So, ja, hier ist das Nervige. Weil jedes Mal, wenn man eben eine VM einsetzt, geht das Itemradar wieder aus. Und dann hüpfst du hier an Land und benutzt das Itemradar, weil du nachgucken willst. Brauchst du es dann nicht, weil es dir nur ein sichtbares Item gibt. Und benutzt wieder die VM und musst wieder anwählen, dass du Surfer einsetzen möchtest. Und ja, damit ist dann das Itemradar wieder aus. Und dann musst du es wieder anmachen und es ist alles einfach nicht so einfach. So, und dann wirkt dazu noch der Schutz nicht mehr. Naja. Und dann muss man nämlich wieder in das Inventar und muss den Schutz einsetzen. Dabei ist das Itemradar dann wieder weg und deswegen, ich habe mir irgendwann abgewöhnt, das Itemradar zu benutzen, aber der Kesselberg hat halt viele versteckte Items und es nicht zu nutzen wäre ganz schön fahrlässig. Wobei es hier auch nichts gibt. Und da ist es wieder aus. Es ist halt echt nervig. Es ist halt wirklich nervig. Da oben kommen wir nur raus. Hier hat man noch einen Pokéball. Ein AP Plus. Und hier links müsste es dann gleich noch einen Sonderbonbon geben. Haben wir hier unten irgendwas? Nee, das ist nur der Rückweg. Da drüben geht es auf jeden Fall noch zu einem versteckten Item. Ja. Da ist es. Ein Hyperball. Okay. Nehme ich an mich. Wird konfisziert. Hat der Hyperball jetzt davon. Einfach hier so faul rumzuliegen. Und ein Carbon. Gab es hier nicht immer einen Sonderbonbon? Ich bin ein bisschen enttäuscht. Gut,
Ansonsten gibt es ja auch nichts mehr. Klingt wie ein Fall für das Fluchtseil. Juti, dann haben wir das erledigt. Und den Kesselberg werden wir das nächste Mal sehen, sobald wir kraxeln können. Und das wird noch ein ganzes Stück Wasser dem Bach hinabfließen müssen. Das wird ewig dauern, gefühlt. Na gut, gucken wir doch mal. Hey, das ist mein Geheimversteck. Verschwinde, du Außenseiter! Du kannst doch nicht einfach ein Geheimversteck auf der offenen Straße machen und dann Leute von der Straße verscheuchen wollen, mit der Ausrede, dass hier ist mein Geheimversteck. Du hast sie doch nicht mehr alle, Junge. Also, irgendwas muss bei dem Typen hier gehörig schiefgelaufen sein. Aber gehörig schiefgelaufen sein. Mach's gut, Nidorina. Schau, und ein Nidorino. Nidories und Nidorino. So, nochmal Spukball. Und wenn Nidorina schon weg ist, dann sollte Nidories, ja, erst recht umfallen. Mach's gut, Goro. Ich hätte meinen Mondstein verwenden sollen. Ja, hättest du vielleicht, aber hätte mir im Endeffekt nur mehr Erfahrungspunkte gegeben. Das ist der einzige Grund, weshalb ich das sage. Du willst sicher wissen, wie es im Inneren des Kesselbergs aussieht, was? Besiege mich und ich verrate es dir. Ich war schon im Inneren des Kesselberges, Junge. Also, das ist jetzt kein Geheimnis für mich. Das ist sehr labyrinthisch und man braucht Kraxler, um Items zu finden, hauptsächlich. Also, neu ist das jetzt nicht für mich. Na gut. Aber wer bin ich, als dass ich hier darüber befehlen kann, was mir jemand sagt, sobald er besiegt wurde. So, Kleinstein. Flup. Oh, sogar mit Volltreffer. Mach's gut, Kleinstein. Tut mir fast nicht leid. Nee, es tut mir fast ein bisschen leid sogar. Ja, und ein Dickdreh. Und auch das ist gleich erledigt. Mach's gut, Kartoffelkopf. Ich meinte übrigens den Wanderer, ne? Nicht das Dicktri. Wow, ich hab verloren. Ja, und wie sieht's aus? Verzeih, aber das war bloß geblufft. Es gibt dort einen großen Wasserfall. Weiter kommt man nicht hinein. Und Schutz wirkt nicht mehr. Ja, Mahagonia City. Willkommen in der Ninja-Stadt. Okay. Das ist ja ein hübscher Baum hier. Ach, lasst uns doch mal Radio hören. Wir haben lange kein Radio mehr gehört. Ja. Ich merke, Buena ist wieder mit ihrer Passwortschau auf Sender. Ist gut. Ist ein schönes Störsignal. Oder Smeraldo? Smeraldo findet es auch gut. Smeraldo zuckelt gemütlich hinter dir her. Willst du auch zum Museum dir das Garados ansehen? Andenkenladen. Oh, Andenkenladen? Wir sind ein ganz ehrliches Unternehmen. Ganz ehrlich. Also, ich finde hier nichts suspekt. Bist du schon diesem Kerl mit dem schwarzen Mantel begegnet? Er meinte, von irgendwo in dieser Gegend ging ein seltsames Signal aus. Man trifft ihn immer irgendwo zwischen Mahagonia City und dem See des Zorns. Wer er wohl ist? Ist eine sehr gute Frage. Ein Typ mit schwarzem Mantel, das muss, Jack the Ripper sein. Hey du, komm doch mal eben her. Wenn du schon mal in Mahagonia City bist, solltest du unbedingt einen Wutkeks kaufen. Ich hätte einen für 300 Pokédollar im Angebot. Na, was sagst du? Klar, why not? Kann man sich ja mal gönnen. Vor einiger Zeit war hier übrigens schon mal jemand aus Kanto. Der hat mir einen Wutkeks abkaufen wollte. Leider hatte ich damals aber keine mehr auf Lager, also musste ich ihn wieder nach Hause schicken und er war so wütend. Ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen deswegen. Was jetzt? Ah, hör mal, ich wollte ja echt keine falschen Hoffnungen machen, aber nur weil du mir einen Wutkeks abgekauft hast, kann ich hier nicht dich automatisch durchlassen. In Johto gibt's viel zu entdecken, den Leuchtturm von Oliviana City zum Beispiel oder die Apotheke von Anemonia City. Nimm dir doch einfach mal ein bisschen Zeit und sieh dich überall in Ruhe um. Ja, na gut. Am See soll ein feuerrotes Gyarados aufgetaucht sein. Das ist besonders deshalb seltsam, weil man dort sowieso nur sehr selten auf Gyarados stößt. Okay. Meine Lieblingssendung im Radio? Pokémon-Musik, würde ich sagen. Meine Lieblingssendung ist Störsignal. Gefolgt von mysteriösen Wellen. Also das ist wirklich meine Top 2 an liebsten Radiosendungen. Na?
Ich glaube, ich werde verrückt. Ist Team Rocket etwa wieder da? Mir sind am See des Zorns ein paar Leute mit schwarzen Klamotten über den Weg gelaufen. Ach, das war nur Jack the Ripper. Keine Sorge. Nichts, vor dem man Angst haben müsste. Ich benutze den Entwicklungsstopp, damit sich mein Pokémon nicht zu rasch entwickeln. Und dann würden sie so noch sehr langsam neue Attacken erlernen. Wenn Pokémon sich entwickeln, werden sie zwar stärker, aber dafür brauchen sie auch länger, um neue Attacken zu erlernen. Heißt, wenn Pokémon sich entwickeln, werden sie stark, aber dumm. Oder? Könnte man so übersetzen. So, dann gucken wir doch mal in das ehrliche Unternehmen rein. Das Experiment war ein voller Erfolg. Karpados sind echte Ladenhüter, aber Garados will einfach jeder. Und du? Wie mein? Du kannst irgendwo in diesem Zimmer einen Luftzug pfeifen hören? Das ist... Ach, das bin nur ich. Ich war gerade dabei, ein wenig Pfeifen zu üben. Ja, aber das ist auch völlig egal. Willst du was kaufen? Ja, klar. Ich will gerne was kaufen. Ich verkaufe dir hier mein Nugget. So, gucke. Und, was hast du denn noch so im Angebot? Ja, toll. Minipilz, Pokéball und Trank. Das ist ja... Mach's gut, Kumpel, ne? Üb mal schön dein Pfeifen, du Pfeife. Na gut, dann wollen wir nochmal Richtung See des Zorns wandern. Am See des Zorns soll man ab und zu ein Item namens Rote Haut finden können. Ich glaube, ich habe da mal jemanden getroffen, der ganz wild danach war, aber wer war das noch gleich? Ich weiß nicht mehr. Ab und zu, sagt er. Ab und zu das Item Rote Haut. Also wir werden das Item Rote Haut auch noch finden und wie man das ab und zu finden kann, ist mir ein großes Rätsel, aber na gut. Man kann so viel unternehmen mit seinen Pokémon, wir haben immer großen Spaß. Das ist schön für euch, dass ihr großen Spaß habt. Also Moritz, da kann man sich mal eine Scheibe von deinem Sandan abschneiden. Wortwörtlich, mit der Brotschneidemaschine. Was? Nein. Ach, ich mag Sandan wirklich. Sandan sind so putzig. Und ich vermisse unser gutes altes Sandama aus der gelben Edition. Hatte ich damals schon einen Spitznamen vergeben? Ich glaube nicht, ne? Jetzt kriege ich ein Gänerli. Dabei haben wir es doch erst 10 vor 8. Ich meine nicht. Ich habe in Gelb noch keine Spitznamen vergeben. Ich glaube, das hat erst in Gold angefangen. Naja, who knows? Ist ja auch egal. Sandama. Dann gucken wir doch mal, ob sich das auch so einfach mit einem einzelnen Spukball verabschieden lässt. Oder ob wir da noch ein Geschütz mehr auffahren müssen. Aber ich glaube, so vom Level her sind immerhin 11 Level Unterschiede. Mach's gut, Moritz. Verlieren macht überhaupt keinen Spaß. Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir wirklich. Tipps für Trainer. Jeder Typ Pokémon hat seine Stärken und Schwächen. Nur weil deine Pokémon einen hohen Level haben, müssen sie noch nicht automatisch gewinnen. Du musst lernen, welche Stärken und Schwächen die verschiedenen Typen haben. Ja, also, wenn ich das nicht weiß, dann weiß ich auch nicht. Wobei ich ja einige Sachen tatsächlich nicht weiß. So wie Geist auf Kampf, ne? Das hatten wir ja neulich erst. Gehst du auch zum See des Zorns? Lust auf ein kleines Spielchen? Was denn, Halma? Oder Dame, Ilona? Oder was willst du mit mir spielen? Oder fangen das Pipi? Das ist aber ein Also, nee, fang das Pipi will ich nicht spielen. Ilona? Lass das mal. Nein. Böse. Keine ekelhaften Sachen hier. Das war wohl zu viel des Guten. Ja, pinkel woanders hin, bitte. Du magst Pipi auch, oder? Nein. Es ist so niedlich, oder? Und es riecht gut und es schmeckt gut. Ich denke, wir werden gute Freunde. Gib mir deine Telefonnummer, dann können wir über Pipi reden. Ich will nicht über Pipi reden. Aber gut, hier kriegst du meine Telefonnummer. Ist mein Pipi nicht total niedlich? Du bist widerlich, Alter. Ich bin lieber bei dem Pokémaniac hier. Hast du seltene Pokémon? Weiß ich nicht. Also ich glaube ja. Also die Anfangs-Pokémon sind ja meistens selten. Taro. Der lebt auf den Sonnenscheininseln. Was macht der denn hier? Der muss mir doch helfen, meine Sachen zu verkaufen. Ohne den kriege ich kein Geld. Wer holt sonst die Lieferbox um 17 Uhr ab? Taro, meine Fresse. Der hat sich aber auch gehen lassen. Dann macht hier einfach Freizeiturlaub, während ich den brauche. Na gut. Als Rache ist dann gleich schon mal das Nidorina weg. Harvest Moon übrigens, ne? Ich hoffe, das hat jeder kapiert. Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht. Also mit dem, was ich gesagt habe, wahrscheinlich schon. Aber so von der Grundidee, Name Taro ist. Ich habe so das Gefühl, dass diese Harvest Moon-Spiele irgendwie so mit die unbeliebtesten der Reihe sind. Mein Inselparadies und die Sonnenscheininseln. Aber weil die so viel komplexer sind, was die Aufzucht der Pflanzen angeht. Vielleicht gucken wir uns das irgendwann mal im Stream an. So, Smeraldo möchte Wunschtrauma lernen. Also ich meine, eine Attacke, die uns heilt. Ja, komm, mach mal Rückenwind weg. Vielleicht können wir eine Heilungsattacke ganz gut gebrauchen. Eventuell. Ich hätte lieber Psychokinese oder sowas. Meine armen Pokémon-Lieblinge. Ja, aber... Du bist ein Pokémaniac, stimmt's? Ja, du bist einer, sowas spüre ich. Aber dein Wissensstand ist noch unausgegoren und seicht. Schon mal von Bill gehört? Das ist ein wahrer Pokémaniac, ich verehre ihn. Ich gebe mein Wissen über Bill an dich weiter, wenn du mir deine Nummer gibst, ja? Ich habe Bill persönlich kennengelernt, aber ja, ist in Ordnung. Bill ist unbeschreiblich. Ein Pokémaniac wie er zu werden, das ist mein größter Traum. Mutti, lass mich. Hallo. Oh, ich liebe meine Pokémon, deshalb will ich auch niemals von ihm getrennt sein. Okay, dann holen wir deinen Lamus raus hier. Kuji. Und dann gucken wir doch gleich mal, was eine sehr effektive Attacke mit deinem Lamus anstellt. Hm? Ich finde, das ist eine super Idee. Ich finde die richtig klasse. Ciao, Lamus. Ich glaube, wir haben es rausgefunden. Wie konntest du mir das nur antun? Entschuldigung? Tut mir leid. Ah ja, da kommt ein Pokémon. Ich wette, es ist Girafarik. Nein, es ist Vati. Hallo, Vati. Wir brauchen dich nicht, Vati, aber schön, dass du da bist. Ich wollte gucken, ob hier ein Item drin liegt, aber nö. Na gut, dann haben wir hier noch Kollege Nidoking. Das muss ich dir anhören. Das ist ein rothaariger Schnösel, der hat mein geliebtes Pokémon lustig gemacht. Ich darf dieses Kanal hat noch keine Ahnung. Mein Pokémon ist große Klasse. Okay. Hiro mit seinem Nidoking. Ich kenne dich, Hiro. Alte Freundin, ne? Kollege? Guck mal, hier fliegen und wir kriegen voll den Giftdorn ab. ich sehe das schon. Gleich kommt der Giftdorn, wenn wir uns auf Nidoking draufschmeißen. Los, Smeraldo. Attacke. Mach es gut, Nidoking. Und... kein Giftdorn. Mein Nidoking hat sich wacker geschlagen. Ja, es hat eine Attacke eingesetzt. Hat richtig, richtig gut gemacht. So, wir sind da. Wir sind am See des Zorns. Das Gyarados ist wütend. Das ist ein böses Omen. Das da oben, ne? Ja, ja. Die böse Oma kann ich auch sehen. See des Zorns, auch bekannt als der Gyarados-See. Haus des Profi-Anglers. Oh, der Profi-Angler, da gucken wir doch mal. Einst ließ ein erbostes Gyarados hier seiner Wut freien Lauf und hinterließ dabei einen Krater. Als sich der Krater nun immer weiter mit Regenwasser füllte, entstand daraus der See des Zorns. Diese Geschichte erzählte man schon dem Urgroßvater meines Großvaters. Wenn man auf der Suche nach Carpador war, konnte man hier früher richtige Prachtexemplare an die Leine bekommen. Wo sind die bloß alle hin? Gute Frage. Ist da wirklich mitten im See ein rotes Gyarados aufgetaucht oder spielen mir meine Augen einen Streich? Ich dachte eigentlich, Gyarados sei normalerweise blau. Ja, würde ich von ausgehen, dass das normalerweise so sein sollte. Kann ich hier irgendwie... Oh, da ist tatsächlich was. Da unten. Ich stehe drauf. So, ein Sonderbonbon. Ja, gucke. Ja, gucke. Das hat sich total gelohnt. Ja, supi. Ah, da gibt es auch irgendwas Geheimes, aber da will ich gerade eigentlich noch nicht surfen. Ich will nämlich noch was anderes machen. Angeblich entstand dieser See einst, nachdem ein erbostes Gyarados hier seinen Unmut freigesetzt hat. Was? Ich frage mich, ob der ganze Rummel vielleicht was mit dieser Geschichte zu tun hat. Ich glaube eher nicht, Kollege. So, genau. Was ich jetzt noch machen wollte, ist hoffen und beten. Wir haben jetzt hier oben das Fliegen zum See des Zorns freigeschaltet. Und das ist wunderbar, denn ich wollte einmal nach Rosalia City. Wir haben nämlich heute Dienstag und ich bete, dass wir fliegen können, ohne dass alles abstürzt. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Denn dienstags haben wir hier eine nette Dame, die wir noch nicht kennen.
Das müsste sie sein. Nee, ist sie nicht. Dann ist sie das da. Na, hallo, nette Dame. Hallo. Was soll denn der Scheiß jetzt? Hier. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Dietlinde von Dienstag. Darf ich uns zum ersten Mal sehen, schenke ich dir diesen Krummlöffel. Ein Krummlöffel gibt's hier von ihr. Findest du nicht auch, dass er eine äußerst sonderbare Form hat? Er verstärkt Attacken der Elementklasse Psycho. Ich bin sicher, er wird dir sehr nützlich sein. Damals hat sie noch einen Seidenschal verschenkt. Jetzt ist es ein Krummlöffel. Das finde ich nicht schlecht. So, wir benutzen... Oh, wir benutzen nicht Osram. Ja, Freunde, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich werde jetzt offscreen einmal zu Kurt gehen und neue Aprikoko abgeben. Und in der nächsten Folge schauen wir uns dann mal das rote Gyarados an. Seid gespannt, ich bin's auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Mal. Habt noch einen wundervollen Tag. Macht's gut, ciao.